Verbotene Liebe anno 1400. Das Stück Quadefolke der niederdeutschen Bühne Wiesmoor feierte am Donnerstagabend Premiere und liefert alles, was auch heutzutage ein gutes Drama ausmacht. Auf der Freilichtbühne versammelten sich rund 600 Zuschauer zur ersten Vorstellung der Geschichte der Häuptlingstochter Folke Kampana im neuen Gewand. Die erste Theateraufführung seit 3 Jahren an diesem Ort ist eine aufwendige Produktion mit vielen Schauspielern, Statisten und Requisiten. Wie lange habt ihr euch darauf vorbereitet und wie viele Leute sind ja eigentlich mit involviert in dieses Projekt Quadefolke? Ja, also den Startschuss haben wir eigentlich gelegt schon vor 1,5 Jahren, als unser Bühnenleiter eben das Stück Quadefolke geschrieben hat, neu geschrieben hat. Und mit den Proben sind wir vor ungefähr 7 Monaten angefangen. Und es sind so um die 60 Mitwirkende aus Ostfriesland und Friesland, die jetzt hier so dran teilnehmen. Kannst du einmal kurz für Leute wie mich zusammenfassen, was passiert in diesem Stück eigentlich? Ja, das Stück spielt im 14. Jahrhundert und da gab es Quadefolke, also Folke Kampana. Das war die Ehefrau des ostfriesischen Häuptlings Otto Tom Brok. Und sie wurde Quadefolke genannt, weil es gab so einige Grausamkeiten, die ihr nachgesagt wurden. Und Quade bedeutet, also ist Niederdeutsch und bedeutet so viel wie ja böse, also böse Folke. Und ja, das Leben wollen wir hier dann eben nicht neu erzählen, einfach nochmal wieder erzählen. Ehrenamtliche Helfer bauten aus 500 Quadratmetern Holzplatten die Burgkulisse. Designerin Janneke Hösebus gestaltete 180 mittelalterliche Kostüme für das Stück. Neben den 60 Schauspielern und Statisten sind nochmal so viele Mitwirkende neben und hinter der Bühne aktiv. Nicht nur logistisch, auch finanziell ist Quadefolke mit 120.000 Euro Kosten ein Großprojekt. Ein Aufwand, der sich offenbar auszahlt. Die Premierenzuschauer sind begeistert. Wie hat es Ihnen denn so gefallen? Also mir hat das sehr gut gefallen. Insbesondere wenn man die Kostüme sieht und das Ambiente, was ausgestrahlt wird, das ist insgesamt eine ganz tolle Geschichte und auch mit welcher Inbrunst die Darsteller ihre Rollen spielen, das ist ganz hervorragend. Ja, also sehr gut. Mir hat die ganze Aufführung gefallen, die ganze Atmosphäre. Ist auch einzigartig hier auf der Freilichtbühne in Wiesmoor. Die Schausteller machen einen sehr guten Job. Die Hauptdarsteller sind natürlich der Knaller, Folke vor allem und die Tochter Okka. Haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, also sehr gut gespielt. Ein schönes Bühnenbild und eine ziemlich grausame Geschichte. Also das muss ich ja schon sagen. Ich bin froh, dass ich heutzutage lebe und nicht zu damaligen Zeiten. Ja, sehr gut. Ist also wunderbar, die ganze Aufmachung, die Bühne ist eine ganz tolle Kulisse hier. Ja, und das Publikum ist auch sehr stark mit dabei. Und von der Dramaturgie muss ich ganz ehrlich sagen, und die Schauspielkunst, das ist schon eine große Klasse. Kann ich nur weiterempfehlen. 8 weitere Aufführungen von Quadefolke präsentiert die niederdeutsche Bühne Wiesmoor noch auf der Freilichtbühne. Die nächste gibt es am Sonnabend um 20 Uhr. Die einzige Vorstellung am Nachmittag ist am Sonntag, 31. Juli um 15 Uhr.